Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Freitag, dem 13. April 2018. Ihr hört Geek Talk Daily 352 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Patent-Troll, Instagram-Download, Android-Updates, Challenge, HomePod und Mac im Trend. Wir beginnen mit dem Troll. Es gibt immer wieder die Firmen, die sich Patente aufkaufen und eigentlich gar nicht keine eigene Forschung betreiben, geschweige denn Geräte haben und schlussendlich dann anderen Firmen mit den Patenten ans große Geld möchten oder einen großen Geldsäckel möchten. Das geschehen aktuell jetzt in den Staaten mit Touch ID bei Apple. Das gleiche soll von der gleichen Firma auch im Bereich Iris-Scanning und Gesichtsscanning auch in Richtung Samsung und andere Firmen gehen. Ziemlich unschön, aber eben leider das Patentgesetz und geltende Gesetze, wie wir heute so haben. Bei Facebook kann man schon lange das ganze Archiv oder zumindest, man sagt, das ganze Archiv runterladen, was man alles so reingepostet hat und was für Daten Facebook so übereinsammelt. Bei Twitter gibt es auch ein Archiv, was man sich herunterladen kann und das gleiche soll jetzt folgen, zumindest laut TechCrunch, für Instagram. Was genau da drin ist, ob da nur Fotos oder auch Kommentare und die Originalfotos etc. da mit drin sind oder was auch immer, das ist noch offen, dürfte aber bald schon im Zuge natürlich auch vom ganzen Skandal um Facebook rum sicherlich publiziert werden. Wir dürfen gespannt sein und ich würde mich freuen, wenn ich nicht mehr auf ein Backup quasi über If This Then That zurückgreifen müsste. Dann kommen wir zu einem Skandal, in Anführungsschlusszeichen oder eben doch Skandal im Bereich Android-Updates. Ich hatte es ja schon mehrfach und auch der Achim hier in der Daily, dass die Updates bei Android zum einen halt eben sehr schwach ausfallen, aber vor allem auch in letzter Zeit zu wünschen lassen übrig haben. Und laut einer deutschen Untersuchung ist es jetzt so, dass zum einen gewisse Hersteller die Updates zwar ausliefern und ganz selten mal eines auslassen, da gehören Google, Sony, Samsung und Vico dazu. Dann geht es dann mit Xiaomi, OnePlus und Nokia weiter und geht dann ziemlich schnell runter mit HTC, Huawei, LG, Motorola, TCL und ZTE, die teilweise sogar Updates rausschmeißen, aber diverse Patches auslassen, das aber den Kunden nicht mitteilen und somit eigentlich ja fast schon Betrug mit damit begehen. Ziemlich unschön und führt das Ganze, was Updates unter Android hat, natürlich zu Absurdum weiter. Ziemlich unschön und da hoffe ich doch, dass Google mit Treble und Co. und weiteren hoffentlich in diesem Jahr angekündigten Updates da entgegenwirken kann. Wäre ja sonst nicht ganz so schön. Genau. Bei dem Apple HomePod ist wie vor zwei, drei Jahren mit der Apple Watch, da hieß es ja ein Flop und so weiter, also solche Geschichten gingen ja durchs Web wie blöd und aktuell eben auch so mit dem HomePod passiert, laut Insiderquellen von Zulieferungsketten seien anscheinend die Produktion deutlich zurückgeschraubt worden und in den Staaten auch der anfänglicher Erfolg, einen 10%igen Markenanteil auf 4% zurückgegangen. All das basiert wie immer auf Zahlen, die jongliert wurden oder eben geweissagt wurden, denn Apple gibt ja da keine offiziellen Zahlen raus. Und ja, dennoch dürfen wir gespannt sein, wie sich das Produkt weiterentwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, es ist endlich wie bei der Apple Watch nach so 1-2 Jahren und vielleicht dem ersten oder zweiten Modell und vielleicht auch irgendwann ein breiteres Spektrum an mehreren Gerätschaften, könnte sich das Ganze dann doch deutlich in eine bessere Richtung bewegen. Wir dürfen gespannt sein. Bewegen ist ein gutes Stichwort, denn Apple hat eine neue Challenge ausgeworfen für den internationalen Workout on Earth Day, der am 22. April stattfindet, gibt es eine neue Challenge. Da ist nicht ganz so wie bei der letzten Challenge im Januar, wo man mehrere Tage am Stück was tun musste. Hier muss man nur an einem Tag ein 30-minütiges Workout ablegen und bekommt dann sogenannten Öko-Sticker, also so ein Sticker, den ihr für iMessage verwenden könnt. Es sieht also gut aus, dass ich diesmal auch dabei sein kann. Im Januar durfte ich ja aufgrund von Männergrippe auf die ganze Challenge verzichten. Wir werden sehen. Und zu guter Letzt gibt es noch neue Zahlen zu Absatz im Bereich Hardware im Computersegment, also
dem PC-Markt. Und der ist ja schon seit Jahren schrumpfend, leider für diverse Hersteller. Es gab immer mal ein Hoch, gewisse Gerätschaften haben da ein bisschen was zurückgeholt. Aber es ist auch in diesem Quartal wieder so, dass zum einen der gesamte Markt rückläufig ist, aber Apple wieder deutlich aufholt und mittlerweile auf dem Platz 4 der meistverkauften Computer ist. Da ist zu hoffen, dass die neuen ganzen Gerätschaften, die jetzt dann rauskommen auf der neuen ARM-Plattform, da natürlich auch für den Windows- und Linux-Bereich einiges an Neuerungen und auch vor allem coole neue und auch wieder kaufwürdige neue Produkte bringen wird. Wir dürfen gespannt sein. Das war's, die GeekDog Daily, heute das erste Mal aus den Ferien im Tessin. Und ja, euch bleibt mir noch übrig, einen schönen Tag und vor allem einen erfolgreichen letzten Tag der Woche zu wünschen. Für all diejenigen, die am Wochenende arbeiten dürfen, natürlich auch da noch viel Spaß dabei. Und der Rest darf das Wochenende genießen. Das tue ich jetzt auch. In dem Sinn, euer Poughkeepsie. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.